Hallo Leute, ja, wir sind unterwegs zum Uralten. Ich bin auch noch mal ins Lager gegangen. Letztes Mal hatte ich ja gesagt, wir wollen ein Schiff holen. Machen wir gar nicht, sondern wir gucken zu, dass wir zum Uralten kommen, weil da habe ich diese Samen mitgebracht und hoffe, dass die das sind, dass wir den dann beschwören können. Schaut's los und dann geht's weiter, ne? Gucken wir mal, dass wir hier nirgendwo einen in die Arme laufen. Ja, da steht schon ein Skelett. Ja, komm, dann gehen wir mal hier gerade vorbei. Weiß jetzt auch gar nicht, ob wir hier in der Gruft schon waren, ne? Aber gekennzeichnet ist es schon. Aber wir wollen ja zum Uralten, dann gehen wir da erstmal hin. Da eigentlich diese Richtung sein, ne? Was haben wir denn noch für eine Markierung? Ach, für Kupfer, okay. Das nehmen wir auf dem Rückweg mit. So, hier ist es schon. Ich habe keine Ahnung, wie es geht oder nicht geht. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch mal unsere Vorräte in Angriff nehmen. Und zwar mehr was mit Ausdauer, denke ich. Aber da haben wir gar nicht so viel, ne? Ja, die Marmelade läuft schon, die läuft nur 8 Minuten. Der Fisch ist mehr für Gesundheit. Den laden wir noch mal auf und den Pilz laden wir auch noch mal auf. Hier oben hätten wir noch Regeneration 50, 7 und 8. Nee, das war falsch. So, Gegenstand verbrennen 1 bis 8. Das heißt, wir müssen noch gerade umstrukturieren. Und ich weiß es aber nicht und will hoffen, dass es das ist. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. Naja. So, dann hauen wir da mal die 5 rein, oder? Ich glaube, es war was Passendes, oder? Uralte ist erwacht. Und da es Holz ist, hätte ich vielleicht mal gerade zusehen sollen, dass ich vielleicht auch was mit Holz nutzen hätte sollen. Ne? Okay, sieht gerade irgendwie komisch aus. Okay. Oh, das wird hart. Oh Mann, ey. Ich glaube, wir müssen mal gerade ein Stück weg. Auch das hier. Das ist mein Ziel gerade. Troffe. Oh, jetzt hole ich mir noch andere hier ran, ne? Der ganze Wald kommt zusammen oder was? Der muss brennen. Ja, da habe ich jetzt gerade minimal was weggemacht, richtig? Und ich habe nicht mehr so viel, ne? Ich glaube, wir gehen mal besser. Sieht jetzt irgendwie nicht so gut aus. Uralte ist erwacht, ja. Kommt der mir denn nach? Ja, kommt da. Jetzt brennt er wenigstens schon mal, ne?
Jetzt muss ich mal wieder weiter weg. Also. Genau in so ein Ding rein. Ey. Ich habe keine Ahnung, wie das werden wird. Ich krieg ihn kaputt, ja, aber wann? Sehen nicht. Also der Uralte ist Geschichte und wie wir gerade gemerkt haben, habe ich gegen den Uralten so noch keine Chance. Da müsste ich mir noch was anderes einfallen lassen, glaube ich. Ich weiß auf jeden Fall, wie ich ihn jetzt beschwöre. Er ist aus Holz. Das mit dem Feuer wäre sicherlich die richtige Geschichte, wenn er aus Holz ist. Aber ich habe den nur angekratzt, ne? Ja, halten wir erstmal Ausschau nach unserem Boot, oder? Und wir haben wieder keine Energie mehr. Wo ist denn unser Boot? Fliegende Fische gibt es hier. Hier ist nichts. Wo könnte das denn sein? Oh, ich glaube, das ist hier oben. Das heißt, wir müssen noch ganz, ganz weiter hoch. Da vorne sehe ich schon das Segel. Ja, das bedeutet, eigentlich brauchen wir Kupfer, ne? Können wir hier mal gerade so ein Stück reingehen und gucken, ob hier Kupfer ist. Könnte was zu essen vertragen. Was haben wir denn weg? Den Fisch haben wir noch. Den Pilz. Machen wir das drauf. Oh, hier ist irgendwo einer, den ich jetzt nicht gerade mag. Ja. Er kommt. Und hier so unwegsames Gelände, ey.
ist er schon wieder. Und der geht ganz locker hier durchs Wasser und so durch, ne? Aber ich komme nicht hin, ne? Kommt er hier hin? Ja. Schwimmt der auch? Oder ist er wasserscheu? Er ist wasserscheu. Ein bisschen aber wohl nur. Noch nicht mal oder was? Der ist noch ganz dicht hinter mir, ne? Oh, jetzt haben wir keine Feuerpfeile mehr. Noch besser. Ich glaube, das wird nichts. Pfeil und Bogen haben wir jetzt auch nicht mehr, ne? Warum schießt er nicht? Ist der Bogen kaputt oder was? Nein. Mein Pfeil geht nicht mehr. Na super. Du machst dir gar keine Gedanken drum, oder? Warum kann ich nicht schießen? Was ist hier das Problem? Weil die Sehne nass ist vielleicht? Keine Ahnung. Aber das ist ja gleich vorbei. Jetzt kommt auch noch der Uralte dazu. Der ist ja noch besser. Oh Mann, ich glaube, ich muss mal schnell hier weg. Was ist das hier so gelb? Das ist gerade nicht gut, wenn der Uralte noch da kommt. Schwierig hier zu laufen. Ne? Jetzt
bin ich gleich tot, weil ich hier irgendwo hängen geblieben bin. Oh, noch mehr von diesem Gesindel. Oh, wenn ich mal irgendwen jetzt hier loswerden würde, ne? Ich glaube, ich muss mal die zwei haben. Die zwei wieder aus. Jetzt ist er an. Ich muss erstmal den Kleinen hier kriegen, dass der weg ist. Oh, das sind so viele Kleine, ey. Könnte was zu essen vertragen, na super. Das war jetzt nichts, ne? So ein Shit. Jetzt komme ich ja noch nicht mehr raus, wahrscheinlich. Oh Mann, ey. Und das ganze Gesocks hier, das geht ja gar nicht. Oh, wie komme ich hier weg? Jetzt habe ich gleich noch ein paar Nixen auch noch am Hintern. Willst du mal jetzt weitergehen? Sehe nichts mehr, so ein Schild. Könnte es denn mal wieder Tag werden, also ich übersehe.
die nächsten Bauzone. Jetzt muss ich leider erst weiter, sonst. Das ist schwer. Wenn es mal langsam hell werden würde, dann sehe ich wenigstens was, ne? Das ist mein größtes Problem zurzeit. Da kommt schon der nächste. Okay, das ist vielleicht hier keine gute Wahl mehr. Oh Mann, ey. Jetzt bin ich auch noch nass 2 Minuten, na super. Haut er ab? Ich glaube, er haut ab. Ich glaube, ich kriege jetzt gerade ruhiges Fahrwasser. Ja, das war jetzt nicht die Lösung, ne? Ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.